16. September, in wenigen Wochen, eröffnen wir eine Ausstellung, die wir vor einem Jahr hatten gehofft, eröffnen zu können. Im Andenken an den Tod eines der größten Genies der klassischen Moderne, Amedeo Modigliani, der am 24. Jänner 1920 an Tuberkulose, gerade mal 35 Jahre alt geworden, in Paris gestorben ist. Amedeo Modigliani ist in Livorno geboren, 1884, nur kurz vor Kokoschka, wenige Jahre nach Pablo Picasso. 1906 übersiedelt er, nachdem er zuvor an verschiedenen Akademien in Italien seine Ausbildung, seine ersten künstlerischen Schritte genossen hat, nach Paris, übersiedelt dort nach Montmartre und lernt nicht nur Picasso, Derain, Matisse und so viele andere große Künstler kennen, sondern auch einen der einflussreichsten Bildhauer des 20. Jahrhunderts, Constantin Brâncuși, den Rumänen. Und in diesem Metier, in der Bildhauerei, schafft er zum ersten Mal das, was bis an sein Lebensende sein Werk bestimmen sollte. Der Kopf, das Gesicht, der menschliche Körper. Die Zeichnungen von Karyatiden zeigen, was sein eigentliches Thema hätte werden sollen, aber 5 Jahre später schon gibt er diese so vielversprechende Karriere als Bildhauer auf und widmet sich alleine der Malerei, vielleicht weil er bereits viele Jahre zuvor, um 1900, an Tuberkulose erkrankt ist, an dieser tödlichen, unheilbaren Krankheit, die man den weißen Tod genannt hat, die Schwindsucht, an der große Figuren der Kunst und Musik, der Literatur gestorben sind, von der Kameliendame bis zum Mimi in der Bohème. Er stirbt an der Tuberkulose auch mit 35 Jahren, weil es keine Heilung gibt. Obwohl kurz zuvor sein befreundeter Kunsthändler mit ihm in den Süden fährt, an die Côte d'Azur nach Cannes und nach Nizza, wo auch das Gemälde entstanden ist, das die Albertina über die Sammlung Badlina von Amedeo Modigliani besitzt. Dieses Gemälde zeigt eine Prostituierte in ihrem Hotelzimmer, aber hier ist kein Zimmer zu sehen, keine Möbel, kein Eigentum. Nur die Andeutung eines Bettes und ansonsten die Figur mit ihren geheimnisvollen, leeren Augen. Modigliani unterscheidet, so wie Baudelaire, der Dichter, den er so sehr bewundert hat, zwischen dem Blick und dem Auge als Sehorgan. Diese Figuren erwidern nicht unseren Blick, sie sehen uns nicht und sind doch voller Sinnlichkeit, voller Erotik. Das verdankt sich nicht zuletzt der Form, dieser Kurvilinearität, die aber zugleich eine unglaublich starke Vereinfachung verkündet, die Modigliani der Beeinflussung durch afrikanische Skulptur, durch kykladische Skulptur, durch Skulptur der Khmer, aber auch unter dem Eindruck Picassos begreift. Das ist das eigentliche Thema dieser Ausstellung, zu zeigen, wie die Kunst des Primitivismus von Modigliani aufgegriffen wird und bis an sein Lebensende durchdekliniert wird. Als solches ist diese Modigliani-Ausstellung eine Weltpremiere und mit Sicherheit die allererste Ausstellung, die dem großen Italiener in Österreich gewidmet ist. Wir verdanken sie Marc Restellini, dem wahrscheinlich heute allergrößten Kenner Modiglianis, der auch den Oeuvre-Katalog dieses großen Künstlers verfasst. Amedeo Modigliani hat am Ende seines Lebens eine Frau gefunden, mit der er ein Kind hat, Jeanne. 2 Jahre alt sollte es sein, als er selbst gestorben ist. Und Jeanne Hébuterne, seine Geliebte, die Frau, der er die Ehe versprochen hat, ist wieder schwanger, im 8. Monat. 2 Tage nach seinem Tod folgt sie ihm, freiwillig, indem sie aus dem Fenster springt. Und etwas von dieser Tragik, etwas von diesem Leben, das keinen Erfolg zu seinen Lebzeiten sehen wollte, das von Opium und Haschisch, von Alkohol umwölkt war, etwas von dieser Tragik spüren wir in jedem einzelnen dieser unglaublichen Meisterwerke. 80 von ihnen werden wir in der Ausstellung ab Herbst dieses Jahres in der Albertina begegnen können. Und einmal mehr, wieder einmal mehr, fast fassungslos, vor der Differenz stehen, dass heute ein Modigliani-Gemälde 180 Millionen Euro kostet und dieser Mann fast verhungern musste. Wir sollten diese Ausstellung nicht versäumen, weil sie nicht nur eine Begegnung ist
mit Amedeo Modigliani, mit einem der größten Künstler der klassischen Moderne, sondern mit der Entfremdung des Menschen von sich selbst. Das war sein Thema. Das war das Thema der Moderne. Das ist das Thema unserer Zeit.